So Leute, da sind wir wieder bei Zelda Twilight Princess. Ja, im letzten Part haben wir Flammatron besiegt, also Kroger befreit aus der Mine der Geronen. Und außerdem haben wir einen Herzcontainer und 3 Herzteile bekommen. Ich glaube, wir brauchen jetzt nur noch ein einziges Herzteil und dann kriegen wir schon wieder einen neuen Herzcontainer. Und wir haben erfahren, wo der nächste Lichtgeist ist, beziehungsweise der nächste Schattenkristall, beziehungsweise Ilia, die letzte verschleppte Person aus Ordon. Und dafür müssen wir nach Ranel. Das ist auf der Karte. Moment. Nee, das war. Ich wollte nicht zu groß. Nee. Das ist auf der Karte hier das Gebiet. So Riesending, ne? Hier die Berge machen so die Linie ungefähr. Gut, und ich würde sagen, dann machen wir uns mal auf den Weg mit Epona. Ja, mit Epona. Machen wir uns auf den Weg dahin. Würde ich mal so sagen, ne? Das ist, denke ich mal, die schlauste Variante. Hier in. Oh, Moment. Da fällt mir gerade was ein. So ein kleines Easter Egg, was ich euch zeigen wollte. Ja, ich habe ja gesagt, ich will euch Bugs und Easter Eggs und alles zeigen. Und zwar hier das Huhn. Schlitzt das einfach mal... Willst du mich eigentlich verarschen? Einfach mal immer ein bisschen gegenschlitzen. Mit dem Schwert, so. Wenn man nämlich lange genug auf das Huhn einschlägt, so fies das jetzt auch klingt... Oh, was macht denn das jetzt? Wo ist das Huhn? Ich habe das Huhn in den Stein geschlagen. Ups. Gut, hier gibt es jetzt zum Glück noch ein zweites und drittes Hühnchen, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, muss man ja mal dazugeben. Ja, ich will einfach nur hoch. Und zwar gibt es hier oben ja noch diese komische Quelle. Und da kann man, glaube ich, auch noch ein Huhn bekommen oder zwei sogar. Also irgendwie hat Link ein Talent dazu, gegen Wände zu rollen, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ich mach das nicht, da rollt er einfach alleine gegen. Einfach so aus Spaß, an der Freude. So, haben wir hier irgendwo... Da ist doch ein Huhn. So, da schlagen wir jetzt mal ein bisschen drauf ein. Und wenn das Spiel dann gnädig ist, ich glaube, man muss 7 oder 10 Mal draufschlagen auf das Huhn. Na, ziemlich häufig muss man auf jeden Fall draufballern. So, wo ist es denn da? Einfach ein bisschen weitermachen, dann... Müsste nämlich nach einer Zeit... Aha. Wir können das Huhn steuern. Yay. Ist das nicht geil? Wir können einen Huhn steuern. Hallo, sowas gab es noch nie. Ein Hühnchen. Ein fliegendes, flatterndes Hühnchen. Aber leider ist der Effekt nur vor kurzer Dauer. So, ich würde sagen, wir nehmen mal ganz kurz das Hühnchen. Weil ich meine, hier drüben gab es nämlich auch noch eine Truhe. Fällt mir gerade nur mal so ein. Und da könnte man ja rein theoretisch mal rüberfliegen. Ich glaube, ich habe da gerade einen Fehler gemacht. Egal, was soll's. Da unten ist trotzdem noch was. So, ja, Hauptsache Wand. So, mal gucken, was hier drin ist. Naja, ist ein bisschen was, ne? Gut, dann würde ich sagen... Wow. Also ich würde mich das nicht trauen, da so runter zu springen. Dann würde ich sagen, können wir Kakariko jetzt verlassen und wir machen uns auf den Weg nach Ranel. Ist das nicht toll? Oh, ich habe nur 3 Minuten verbraucht. Oh Gott. Und ich kann nicht über Zäune springen. Mann, bin ich schlecht. Gut, einmal nochmal umdrehen. Ey, Epona. Raste nicht aus. Raste nicht aus. So, jetzt aber. Hoppala. Ah, wunderbar. Und wenn mich nicht alles täuscht, kommt gleich der Postbote. Aber man kann tatsächlich den Postboten töten. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Und ich will es jetzt auch lieber nicht machen, weil dann hängt sich das Spiel nämlich auf. Das wäre ein bisschen doof. Naja, im Endeffekt... Moment mal. Penner. Da gibt es nämlich einen Trick, wenn man sich an der Seite von dieser Schlucht hier langhängelt. Und dann kommt er irgendwann und rennt eiskalt in den Abgrund. Und dann kommt er natürlich nicht mehr zu euch hoch, ne? 3 Briefe, von wem das denn jetzt? Tante, Burns und... Maro? Verzieh dich bloß, ne? Hast Schiss ein bisschen, ne? Gut, im Endeffekt können wir jetzt eigentlich mal gucken, was wir da so an Briefe bekommen haben. So, hier. Bombodrom, Maros Laden, Tante, Briefträger. Bleh. Na gut. Alles Post, die uns nicht interessiert. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir haben hier einmal den Stein, dann kommen wir da hoch, aber wir kommen da hinten nicht. Kommen wir da hinten weiter? Wenn man drüber springt... ich bin fast geneigt, das zu versuchen... Ey, Epona, stopp. Ich bin wirklich geneigt, das zu versuchen. Es tut mir leid, da hinten ist übrigens Ranel, ne? Ist toll. Da war die Brücke, wo wir gegen den Goblin-König da gekämpft haben. So, und jetzt ist die Frage...
Was brauchen wir denn nicht? Die Angel brauchen wir nicht. Also nehmen wir mal die Bomben so. Link, Kamikaze. Danke. Das musste jetzt einfach mal sein, allein wegen der Blödheit, dass ich die Bombe gegen den Stein geworfen habe, die Bombe zurückkam und... Naja, was soll's. Es war mal witzig anzusehen, ne? Im Endeffekt wird mir das noch so häufig passieren, das kann ich euch versprechen, weil... im Bombenwerfen bin ich nicht wirklich gut. Nur mal so. Also im echten Leben wäre ich schon... 10-mal draufgegangen, mindestens 10-mal. Wenn nicht sogar 100-mal schon. Link nicht fallen lassen, du Idiot. Wäre mir ja auch nichts so an der Klippe da lang so. Ja, gut. Wie mache ich das jetzt? Da muss ich doch hier irgendwie hoch. Nee. Gut, im Endeffekt habe ich das Gefühl, das ist unmöglich, oder? Wenn man gut genug springt, könnte man es schaffen. Dann braucht man nur einen Bombenpfeil. So. Pfeil und Bogen kommen mit Bogen. So, das wollte ich. So. Aber hier. Bums. Und tschüss. Gut, und jetzt. Wow. Okay. Ich dachte, das geht nur, wenn man den den Greifhaken schon hat, aber scheinbar geht's auch so. Das finde ich ja mal schon mal toll, ne? Jetzt nur die Frage, wo geht's weiter? Da unten ist was. Gut, dann gehen wir mal nach da unten. Oh mein Gott. Wow, gut abgerollt, Link. Gut abgerollt. So, hier müsste, wenn mich nicht alles täuscht, auch ein Herzcontainer sein. Oh. Wie komme ich denn mal auf Herzcontainer? Na gut, im Endeffekt war das jetzt ein Herzcontainer, weil es das vierte Herz, fünfte Herzteil war, ne? Na gut, haben wir schon mal 7 Herzen. Wollte ich nur mal so andeuten. Nö, ja, im letzten Part haben wir ja 6 Herzen gehabt. Jetzt haben wir halt 7. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal auf den Weg, ne? Ich glaube, dafür müssen wir nach da rüber, aber da ist die Brücke kaputt. Von daher ist das ein bisschen problematisch. Ne, Sekunde mal, die Brücke ist nicht kaputt. Wieso ist die Brücke nicht kaputt? Das stimmt doch was nicht. Wo muss ich denn hin? Bin auf dem richtigen Weg. Irgendwie. Nee, bin ich nicht. Ich muss zur Brücke von Eldin. Sagt mir das doch einer. Ach ja, die Brücke von Eldin. Bekannt und beliebt aus Super Smash Bros. Bro. Eigentlich kommt sie ursprünglich aus Zelda Twilight Princess. Ja, ich und meine Lava-Künste, ne? Das ist mal wieder so typisch. Und ich hasse diese Viecher hinter mir. Wollte ich schon immer mal sagen. So, du stirbst. Okay. Bombenpfeile sind nicht dafür gemacht, Gegner in unmittelbarer Entfernung zu erschießen. Au, das tat weh. Das tat Pferd und mir weh. Ja, Pferd. Das heißt nicht Epona, das heißt Pferd. Nee. Was ich mal wieder für Müll laber, das ist echt unglaublich. Ich habe echt zu wenig Schlaf, zu wenig Schlaf, zu wenig Schlaf, zu wenig Schlaf. Da war übrigens ein Goldinsekt, die werden wir auch noch irgendwann finden. Da in die Höhle kommen wir noch nicht rein. Dafür brauchen wir nämlich den Greifhaken. Die werden wir aber auch noch alles machen. Wir werden, wie gesagt, alles machen. In der Dingens... Oh Gott, jetzt brauche ich sogar die Kombination mit Bogen hier. Und wenn wir uns beeilen, dann kommen wir da sogar durch. Ja, Mann, bin ich gut. Ach, fick die Katze. Nee, nicht fick die Katze. Oh, das ist ja... Bläh. Ekelhaft. Und tschüss, Brücke von Alien. Jetzt gibt es definitiv kein Zurück mehr für uns. Wir sind jetzt auf dem Weg in das letzte Schattenreich. Und es kommen 3 von diesen Mistviechern. Kann man alle 3 als Mensch... Aua, Mann! Alle 3 als Mensch besiegen? Ich weiß es nicht. Ey, der hat mich runtergeschubst, du Penner. Stirb. Gut, den Rest können wir eigentlich auch laufen, meine ich. Als Mensch, das dürfte ja kein Problem sein. Weil Epona will ja eh nicht in das Schattenreich. Das, nee. Will ich ihr auch ehrlich gesagt auch nicht zumuten, weil das ist schon eine etwas krassere Sache. Was passiert eigentlich, wenn ein Tier in das Schattenreich geht? Weil Link wird ja zum Wolf, ne? Und wenn ein Tier in das Schattenreich geht, was ist dann? Wird das zu einem Wesen der Finsternis oder wie? Verstehe ich nicht. Erklärungsbedarf. Ja, ich kann es nur leider nicht erklären. Tut mir leid. Die Goblins hier schon mal ein bisschen ausschalten. Das war ein Headshot, aber vom Feinsten voll in die Stirn. Sonst noch was? Nee. Gut. Hier den Gang müssen wir uns merken. Da kommen wir nämlich im sehr späten Spielverlauf. Also wirklich richtig späten Spielverlauf kommen wir dahin. Und hier irgendwo müsste doch jetzt auch mal das Schattenreich anfangen. Ach, da vorne ist es ja. Ist das nicht toll? Dann gehen wir jetzt schon mal ins Schattenreich, ne? Dann sehen wir auch bald übrigens Schloss Hyrule und so.
Ja, es ist schwarz. Ah, endlich sind wir hier. Ein Schattenkristall ist noch übrig. Das heißt, hier muss das letzte Gebiet sein, in dem wir durch die Schatten reisen. Es hängt nur von dir ab, ob wir das Licht in dieses Gebiet zurückbringen können. Und was jetzt? Wir gehen rein. Rein gehen wir in das Schattenreich. Es ist so dunkel, aber die Maserung, und das war jetzt voll übersteuertes Bild, die Maserung von dem Schattenreich sind toll. Ja, ne? Also was ist? Soll ich dich jetzt ins Schattenreich mitnehmen? Ja. Okay, die letzte Reise ins Schattenreich. Die letzte Reise ins Schattenreich. Einfach dran denken, dann wird's besser. Ja, wie gesagt, ich finde das total... Das ist der einzige Punkt an dem Spiel, wo ich sage... Bleh. Diese Reisen ins Schattental. Schattental? Schattenreich. Habe ich die ganze Zeit jetzt eigentlich Schattental gesagt? Ich glaube ja, ne? Na gut, dann helfe ich dir eben. So, jetzt werde ich wohl in dieser Welt nie mehr die Wolken meiner Heimat sehen können. Oder vielleicht doch, irgendwann. Du blöde Kuh. Wie sieht's aus? Sollen wir gehen? Jupp. Und wir gehen nach Hyrule. Ja, eigentlich sind wir ja schon in Hyrule, aber wir gehen zur Stadt Hyrule. Ja, die haben wir ja noch nicht gesehen. Und da ist ein neuer Duft. Oh, eine Tasche. Einfach mal dran schnüffeln. Schnüffel, schnüffel. Nimm mal eine Nase. Moment. Bitte, Lukas, kannst du mir eins versprechen? Pass gut auf dich auf, ja? Ilja! Oh mein Gott, Ilja! Geruch der Kinder vergessen und neuen Geruch merken. Ja! Geruch von Ilja gewittert! Oh mein Gott! Witterung von einem Weibchen. Oh, das sehe ich dir doch am Gesicht an. Oh mein Gott. Gut, dass wir eine Spur haben. Aber die Spur ist schon alt. Ob wir noch eine Chance haben, die Kleine zu retten? Die ist ein bisschen gehässig. Muss man ja mal sagen, ne? So, der Spur folgen, laufen wir einfach mal hier lang. Im Endeffekt weiß ich ja, wo es lang geht. Also von daher braucht man der Spur eigentlich nicht wirklich folgen. Weil wenn ich das anmache, dann seht ihr so extrem wenig auf dem Video. Und das muss nicht sein. Da ich den Weg ja kenne, ist das nicht so schlimm. Da sehen wir übrigens Schloss Hyrule. Von außen. Ist das nicht toll? Ja, ist es, ne? So, was jetzt? Na, kommt dir dieses Schloss nicht bekannt vor? Hä? Endlich sind wir hier. Halte durch, es ist fast geschafft. Zumindest wäre es schön, wenn es so wäre, aber... Von hier an ist es nicht mehr so einfach wie bisher. Also dann, gehen wir? Na gut, gehen wir. La-di-da, la-da-da, la-di-da-da-dam. So, wollte ich schon immer mal sagen. Ja. Wieso wollte ich das sagen? Ich weiß es nicht. Ich wollte es einfach mal sagen. Ist ja wichtig, dass man das auch mal gesagt hat, ne? Denn wenn man nicht sagt, dass man das sagen will, dann sagt man es nicht. Oh Mann. Ich bin echt durch. Der Urlaub wird mir sehr gut bekommen. Hoffe ich. Du stirbst! Haha, der wollte mich abschießen mit dem Fall, also war das berechtigt, ja. Gut, im Endeffekt können wir hier nochmal gucken. Der Spur folgen ist eine gute Idee, ist nämlich die Spur. Einfach nur hier dem Weg folgen. Ist keine Problemski. Ich hasse Frosch im Hals, habe ich das schon mal gesagt? Irgendwann habe ich das schon mal gesagt, aber ihr werdet wahrscheinlich bald die Schnauze voll davon haben, dass ich das immer sage. Ja, was soll's. Gut, im Endeffekt weiß ich, dass gleich wieder ein Kampf auf uns zukommt gegen die Wesen der Finsternis, ja. Und zwar direkt vor dem Eingang zu Schloss Hyrule, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da haben wir dann wenigstens schon mal so einen Warpoint. Und das... Also nicht Warpoint, sondern ich habe das gerade ein bisschen doof ausgesprochen. Warp. Warp. Point, ne? Ich habe jetzt höchstwahrscheinlich voll den Ausschlag bei mir auf der Spur. Warte mal kurz, irgendwas stimmt da nicht. Normalerweise kommen hier jetzt Wesen der Finsternis. Okay, sag mal nix, ne? Verstehe ich jetzt nicht, aber... mysteriös. Verstehe ich jetzt wirklich nicht. Gut, gehen wir einfach mal in die Stadt. La-da-da. Oh, Schloss im Schatten. Schattenschloss. Bam, bam, bam. Und viele, viele bunte Geister. Naja, bunt sind sie nicht, sind alle grün. Ja. Das Königreich der Schatten.
Ein bisschen müde bin ich auch, gebe ich zu. Tut mir leid. Ja, gut. Einfach mal gucken, hier sind überall Menschen. Aber sie können uns nicht sehen. Das ist gut so, weil wir werden noch später feststellen, dass die Menschen uns nicht so gerne sehen. Das haben wir auch schon vorher festgestellt, aber was soll's. Gut, wir folgen mal weiterhin der Spur. Da müssten wir dann eigentlich beim Arzt rauskommen und danach direkt bei Thelma, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, das ist schon so lange her. So, einfach hier weiter in der Spur. Latatata. Och, guck mal, wie fröhlich die Menschen sind. Bla, da, da. Die ist hier rein, dann ist sie hier weiter. Louis. Louis? Was ist Louis? Louis ist es. Nicht Hui, sondern Louis. Wie gesagt, ich bin bereit für die Klapse. Latatatata. So. Ey, die stand mir voll im Weg. Rannte mir im Weg. Entschuldigung. So. Das müsste... Ja, danke. So, hier. Und dann ist hier... Ja, hier können wir noch rein. Gut. Und macht euch bereit, es kommt eine kleine Cutscene. Ich werde nur die Textpassage in vorlesen. Achtung! Moment, müsste hier nicht der Postbote? Nein, der ist nicht hier. Und zwar jetzt. Achtung! Dieser Junge, ob er wieder gesund wird? Nur keine Sorge, der Bote zum Arzt ist schon unterwegs. Trotzdem ungewöhnlich, ein Junge vom Volk der Zora. Ob das wohl irgendwas mit dem zu tun hat, was der Wachsoldat geredet hat? Na schau mal Anna an, ist das nicht die... nicht eine alte Bekannte von dir? Und bemerkt dich gar nicht. Es ist wohl wie... Der arme Junge, er wirkt so unschuldig und muss so leiden. Keine Sorge, mein Kind, der Bote zum Arzt ist schon unterwegs. Trotzdem, was der Wachsoldat, der... Wirklich noch schreckliche Dinge. Ach nee, wirklich. Gut, Wachbote zum Arzt. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal schnell zum Arzt. Ich denke mal, der Part wird so bei 20 Minuten beendet werden. Weil ich will nicht wirklich eine halbe Stunde Parts machen, weil die sind doch schwer zu bearbeiten und dauern ziemlich lange zum Hochladen. Gut, dank meiner Internetleitung, meiner neuen, nicht mehr so lange. Das dauert maximal 2 Stunden. Bei 3 GB, das will schon was heißen. Aber, dann kann man die nicht so zwischendurch gucken. Wisst ihr, was ich meine? Meine Let's Plays sollen mehr so für zwischendurch sein und nicht so Hardcore-Gesuchte. Hardcore-Gesuchte, das klingt jetzt auch ein bisschen fies. Halt so, ja, Spielfilme, sag ich mal so. So, ich will hier aber nicht ansehen, ich will da rein. Klopf, klopf, wer ist da? Nee, gut, so können wir nicht hoch. Dann haben wir ein Problem. Dann ist mir nämlich gerade nicht bewusst, wie zur Hölle ich das machen soll. Wir hätten zwar noch einen Geheimgang zu Thelma rein, aber der würde uns nur ins Schloss Hyrule bringen und das bringt uns relativ wenig. Der Bote zum Arzt ist schon unterwegs. Ja, das ist ja toll, dass der Bote zum Arzt unterwegs ist. Ja, das ist wunderbar. Aber bringt uns am Endeffekt nichts. Müsste ich mal gucken jetzt, ob ich irgendwas verpasst habe. Wie gesagt, ist auch schon lange her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Ich denke mal, ich habe einfach nur irgendwas Wichtiges übersehen hier. Ja, ja, unschuldig, der Bote zum Arzt. Der Bote zum Arzt. Ja. Wie soll ich denn das machen? Der Bote zum Arzt. Ich komme ja nicht beim Arzt rein, das ist ja die... Oder komme ich beim Arzt rein? Nicht, dass ich wüsste. Als Wolf? Nee. Oder? Einfach nochmal gucken. Ich habe garantiert irgendwas Sauwichtiges vergessen. So wie ich mich kenne, habe ich sogar was Sauwichtiges vergessen. Da hat übrigens eine... ein paar Soldaten haben da patrouilliert. Ja, ja. 5 Stück müssten es gewesen sein. Das, wenn man das Spiel schon etwas länger gespielt hat, dann kennt man das. So, hier ist aber nichts. Und wir kommen ja auch nicht rein. Das ist ja die Kacke. Ansehen, Ambulanz. Ja, das ist ja toll. Hilft uns trotzdem nicht weiter. Yay. Bin ich jetzt irgendwie blöd oder so? Gut, ich würde sagen, ich gehe nochmal zu Thelma. Im Endeffekt laufe ich jetzt nur gerade die ganze Zeit hin und her. Ist äußerst spannend für euch, ich weiß.
Aber ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Um mal ehrlich zu sein, ich stehe gerade richtig fett auf dem Schlauch. Wie war denn das? Der Bote zum Arzt. Ja, der Bote zum Arzt. Das ist ein Bote, der zum Arzt geht. Ja. Ganz normal. Gut, gehen wir nochmal rein und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich muss mal nochmal überlegen, wie man das Ganze gemacht hat. Auf jeden Fall stelle ich mich hier jetzt hin und ich sage Tschüss und bis denn irgendwann, euer Renchy LP. Bye. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr mir ja einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich auf jeden Fall und ich sage Tschüssi.